Hände vor dein Herz und schließ deine Augen. Und hab das Gefühl, als zieh dich eine goldene Schnur an deinem Scheitel nach oben. Deine Wirbelsäule wird lang und gerade. Und zieh dein Kinn etwas näher zu dir ran, dass auch dein Nacken lang und gerade wird. Und dann atme tief ein in die Berührung an deinem Herz. Und spür rein. Spüre dich. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper heute Morgen an? Die dürfen jetzt da sein, die brauchst du nicht wegzuschieben. Einfach nur beobachten. Und aus. Und öffne dann deine Augen. Bring die Hände über die Seite, einatmend nach oben. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Nochmal einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Öffne dann die Arme ganz weit, die Schulterblätter ziehen zusammen, blick leicht nach oben. Ausatmen, mach dich ganz rund. Einatmen, öffnen und ausatmen. Noch einmal einatmen und ausatmen. Bring dann die Hände hinter deinen Rücken, ich zeige es so, verschränk sie hinter dem Rücken, entweder Handflächen zusammen oder auch auseinander. Zieh die Schultern nochmal nach oben und dann nach hinten und zieh jetzt die Arme weg. Viele Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich kommen eigentlich von unserem Schlüsselbein, weil wir hier viel zu sind. Mhm. Und solche Dehnungen öffnen uns wieder, öffnen unser Herz. Öffnen das Herz, genau. Einatmen, blick nach oben und ausatmen, komm in die Vorbeuge. Der Kopf und die Stirn auf dem Boden. Einatmen, wieder nach oben. Und ausatmen, nochmal nach unten. Einatmen, komm nach oben. Locker deine Arme erstmal. Leg dann die rechte Hand auf den Boden und der linke Arm strebt zur Decke. Der Blick zur Decke oder zu deiner Hand oder auch gern zur Hand nach unten, so wie es für deinen Nacken heute geht. Atme ein und aus in deine Flanke. Spür das Ziehen. Beim nächsten Einatmen komm nach oben und ausatmen auf die andere Seite. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich leicht nach rechts. Und bring die Arme nach unten. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach links. Ein und aus. Einatmen und aus. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen. Die Hände vor dein Herz. Schließ nochmal deine Augen und spüre nach, was diese Übungen jetzt. Atme jetzt tief in den Bauch und dann in den Brustraum ein und vom Brustraum und Bauch wieder aus.
Das ist eine ganz natürliche Art Wellenbewegung. Noch auch eine kleine Übung für den Nackenbereich, die wir auch mal unterwegs machen können, ohne dass es groß auffällt. Ja? Richte dich nochmal auf, die goldene Schnur zieht an deinem Kopf, Kinn nochmal ranziehen, einatmen, lang machen und ausatmen, dreh den Kopf nach rechts. Komm zur Mitte zurück und den Kopf nach links drehen. Einatmen, zur Mitte zurück, ausatmen, den Kopf nach unten. Einatmen, den Kopf ganz nach oben. Ausatmen, in die Mitte zurück. Einatmen, nochmal lang machen. Ausatmen, dehn den Kopf nach rechts. Halten und atme in die Dehnung. Beim nächsten Einatmen, bring den Kopf in die Mitte zurück. Ausatmen nach links. Einatmen in die Mitte zurück und ausatmen. Den Kopf nochmal nach unten nehmen. Das wäre so eine kleine Übung für den Alltag. Jetzt zeige ich nochmal was für die Oberschenkel, die man auch immer separat machen kann natürlich. Einatmen. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, setz dich wieder ab. Noch einmal einatmen. Und jetzt ausatmen, aber nicht ganz absitzen, sondern bleib so ein paar Zentimeter oberhalb von deinem Po. Halten. Und spür das schöne, angenehme Gefühl in deinen Oberschenkeln. Hält man das dann so? Solange es geht. Zieh den Bauchnabel nochmal nach innen, Beckenboden ranziehen. Und dann ganz langsam absetzen. Einatmen, komm nochmal nach oben. Und ausatmen, ganz langsam nach unten. Und halten, nicht absitzen. Bauchnabel nach innen ziehen. Lächeln. Lächeln, genau. Sag ich auch immer lächeln. Lächeln. Und dann ganz langsam absetzen. So. Super. Vielen Dank. Bitteschön. Das war die Anja. Wie heißt deine Webseite? anjanda.de. Genau, werde ich nochmal verlinken. Ja. Ich bin Alexandra von Naturtanz. Denkt dran, naturally fit, weil jeder Schritt im Alltag zählt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei den Übungen. Gerne kommentieren, liken, mal auf Instagram vorbeischauen und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Tschüss! Tschüss!